Recht herzlich willkommen zur 187. Folge von Towns. Ja, unsere Mauer ist hier zugange. Die sind da noch am Steine holen, denke ich mal. Irgendwo müssen sie da gleich kommen. Ne? Ja, da kommt schon einer wieder. Und die werden da weiterbauen. Und wir haben aber noch gar keinen Aufgang, fällt mir so auf. Ne? Und den sollten wir vielleicht auch noch mal in Angriff nehmen. Vielleicht machen wir den hier hin. Lass uns mal noch ein paar Steinchen auswählen. Da, dort, dort und dort. Und da den Stein hin. Achso, ja, das ist mehrfach möglich. Und dann holen wir uns noch eine Treppe ins Visier. Treppenbahn bei Möbel oder Werkzeug? Bei Werkzeug, ne? Genau. Aha, jetzt geht das immer zu. Lass mal offen jetzt. Ja, die ist, glaube ich, die richtige, ne? Ja. Dann kommt da die Treppe hin und nachher oben noch eine drauf. Wenn dann der Stein da ist. Müssen wir nur gucken. Ah, da kommt ein Stein, aber an eine andere Stelle. Die Mauer ist da jetzt fertig. Gut. Müssen wir warten, bis die da kommen, ne? Das Schweinchen, das muss da weg. Aber jetzt kommt der Stein schon hierfür, wa? Jo. Das heißt, der kann jetzt da auch noch den zweiten Stein drauf gemacht, ne, von der Treppe drauf gemacht werden. Super. Ja, das ist dann soweit erledigt. Achso, wir sollten jetzt noch ein paar Steine auswählen vielleicht. Die wir da machen, wo jetzt was hingesetzt worden ist. Ich mach's mal einfach hier so lang. Mir kommt es vor, als ob da einer fehlt. So. Ich glaube, das war's, ne? Sollte jetzt funktionieren. Ja, sieht gut aus, ne? Nur noch so ein paar, dann haben wir es fertig. Ja, macht einen Schlangenfuß, ne? So, gehen wir hoch. Hier oben gucken. Okay. Das sieht ja schon ganz gut aus. Jetzt müsste man hier nochmal gucken. Das ist hier irgendwie komisch. Irgendwie hat es da mit der Wand nicht geklappt, ne? Gehen wir nochmal zurück. Noch einen. Holzwand aussuchen, da. Und ich glaube, jetzt muss hier einer hin, ne? Und ich glaube, da fehlt einer. Und warum der da so ist, weiß ich auch noch nicht, aber ich mach den da mal hin. Nee, das ist falsch. Da braucht keiner hin. Das ist der. Ist das der Schatten hier von diesen Steinen? Ja, gute Frage, ne? Also, ich glaube, der, machen wir mal wieder Unlock, ich glaube, der war falsch. Ich glaube, hier, achso, ist jetzt wieder abgewählt, weil wir den anderen ja gesetzt haben, ist es wahrscheinlich so richtig. Glaube ich jedenfalls. Ja, sieht jetzt so aus, als ob das passen könnte, aber ich weiß nicht. Zurzeit sieht so aus, als ob das irgendwie etwas komisch ist. Denn mit dem X muss da erstmal weg, ne? Dann brauchen wir wieder Tageslicht, damit wir überhaupt sehen können, wie es da aussieht. Können natürlich auch mal ein paar Lampen aufstellen, geht auch, ne? Den hat jetzt noch keiner da weggenommen, ne? Jetzt kommt ein ganzer Schwung hier von Leuten, die Steine bringen. Und den da, den nimmt keiner weg. Hammer, oder? Kannst
Kann es sein, dass wir hier erst eine Reihe haben? Könnte sein, ne? Müssen wir das nochmal nehmen? Shift-Taste nicht gedrückt, Steuerungstaste, das war das Problem. So. Weiß nicht, ob die Steine da unten alle liegen, die kommen alle immer so schnell. Krass, oder? Ah, jetzt ist der Stein da auch weg. Okay, das passt wohl jetzt. Das sind Schatten, ne? Irgendwie sieht's aus, als ob das hier nicht voreinander passen würde. Da muss definitiv noch einer hin. Spiel in Pause, oder? Nee. Okay. Ja, die Person steht ja jetzt in der Tür. Da kann man jetzt auch ganz klar sehen, wo das ist, ne? So, jetzt sieht man auch gut, dass es übereinander passt. Jetzt läuft's, ne? So, da eine Mauer hin. Und da eine Mauer hin. Und da eine Mauer hin. Und was das hier für ein Schatten ist, weiß wieder keiner, ne? Das ist hier in verschiedenen Höhen, ne? Klar. Krass. Okay. Sieht so aus wie eine Fläche, ist aber hier verschiedene Höhen. Oh. Das würde bedeuten, man müsste jetzt hier erst noch hochbauen, ne? Das ist schwierig. Machen wir es oder machen wir es nicht? Das ist die nächste Frage. Oh, Close Menü. Also hier müssten wir wenn durchziehen. Mal anders geht es ja gerade nicht, ne? Ja, ich glaube, das überlegen wir uns wann anders. Nicht jetzt. So, da ist erstmal klar. Jetzt lass uns mal im Erdgeschoss gucken. Ne, da müssen wir noch ein tiefer, nicht ein höher. Hier ist es, genau. Hier ist geklärt. Lampen und sowas haben wir hier überall mal hingesetzt letztens, ne? Die ist jetzt unter Wasser gesetzt wahrscheinlich. Da können wir mal nochmal gucken, dass wir die vielleicht hinkriegen. 1, 2, 3, 4. Ne, ich glaube, ist schon wieder erledigt, ne, oder? Ne, wäre auch schon richtig. Na, jetzt ist es definitiv das Wasser da im Weg. 1, 2, 3. 3, 4. Ist das denn richtig? Ich glaube nicht, ne? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ah, man sieht, hier ist ein Fehler drin. Ne? Alles klar, irgendwo sind die Kerzen falsch gesetzt. Schade drum, ne? Aber wir haben wohl eine Pause drin, weil wir einen Angriff irgendwo haben. Ein paar Gele.
Lass mal weiterlaufen. Gucken, das ist natürlich jetzt hier sofort zu sehen, wo die langlaufen. Da können wir unsere Mauer ein Stück testen. Okay. Och, ist ja krass, ne? Kommen die rüber. Läuft. Ja, Test schon mal erfolgreich. Fehler gefunden, ne? Zack. Mauer aufstocken. Jetzt gehen die hier rüber. Und können da runter. Gut, vorher war die Mauer nicht anders machbar. Da kommt schon der erste. Ist ein Träger gewesen. Weiß jetzt nicht, was der da gemacht hat. Da gibt es den ersten Kampf. Der ist kaputt und hier sind nur drei. Wo laufen die denn alle hin? Keiner weiß es, ne? Ja, auf der Treppe oder was? Gute Frage, aber ich glaube, die sind schon kaputt, ne? Gut, wo waren wir stehen geblieben? Hier unten beim Wasser, ne? Ja, Kerze ist schon da. Wunderbar. Kerze war an der falschen Stelle, hatten wir auch festgestellt. Ja, dumm gelaufen, ne? Das würde ja bedeuten, die Kerzen da sind vielleicht richtig. Da kommt jetzt ein Händler rein, dann lass uns mal weiterlaufen lassen. Das bedeutet jetzt, dass wir nochmal zu den Kerzen gehen. Deko, Kerzen, Kerze. Machen da nochmal einen Unlock hin und dann die daneben. Dann wäre die richtig. Unlock. Unlock. Unlock und Kerze daneben. So passt's, ne? Und hier wird das gleiche sein. Machen Unlock. Und da auch ein Unlock. Kerze aussuchen und daneben. Dahin. Und diese müssen wir erst was wegackern. So, wenn. Ja, ich glaube, der Händler ist da, ne? Kann er sein. Oh, ein Rüstungshändler, das ist ja nett. Müssen wir überlegen, was wir dem mitgeben. Ah, 1000 Sachen sind da. Was ist das? Ein Strohhut, der kann schon mal weg. Machen wir mal ganz nach unten hin. Oh, wir haben aber viele Waffen und Rüstung und keiner hat sie an, oder was? Hammer, oder? Eisenschwert. Tausende von Eisenschwertern haben wir hier. Komm, zack. Die können wir auch wenn basteln, ne? Das Ding hat schon mehr. Holzschwert weg. Bogen weg. Rüstung weg. Weg. Weg, weg. Weg. Obwohl, der war eigentlich relativ gut schon, ne? Na, jetzt ist egal. Weg. Weg. Das Langschwert macht einen ganz guten Eindruck eigentlich schon, ne? Der kann weg. Den lassen wir. Weg. Weg. Was haben wir da noch? Langschwert behalten wir mal. Das kann weg.
behalten. Die behalten wir jetzt mal. Den machen wir weg. Ja, das ist schon ganz gut. Die Buchsen behalten wir mal. Schwierig zu entscheiden, was du behältst und was nicht, ne? Iron Longsword. Der weg. 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 Bonesword. Weg. 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 Auch weg. Die sind schon vielleicht besser. Weg. 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 Auch weg. Kann weg. Den hatten wir schon. Weg. Weg. Behalten wir. Weg. Weg. Die sind ganz gut. Kann weg. Das ist schon richtig gut. Weg. Behalten. Behalten. Was sind das denn für Boots? Noch mit Heilfunktion, okay. Den weg. Auch weg. Damage 3,94. Block Iron Longsword. Of the Tiger Level 11, Attack 389, Defense 405. Ich glaube, das behalten wir mal noch. Iron Booted. Sieht auch noch ganz gut aus. Das kann weg. Behalten. Behalten. Weg. Eisenaxt. Gute Frage. Behalten. Dyad Boots behalten. Der Bogen kann weg. Dann haben wir hier noch eine schöne Rüstung. Kann bleiben. Bleibt. 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 Ne, warte mal. Shit, das ist 1300. Dann ist es das. Den behalten wir. Dann muss ich gleich nochmal den anderen gucken. Ich hätte nochmal so einen grünen vorhin. Und das kann weg und der kann auch weg. Jetzt müssen wir gerade hier nochmal durchgucken. Irgendwo war vorhin sowas. Vielleicht habe ich das falsch gelesen. Ist da nicht auch ein Tausender dabei? Ne, das war dieser hier, ne? Das war aber 374. Wenn das dann war. Naja, ich glaube, das passt schon. So, jetzt gucken wir, was wir von ihm noch kriegen. Das würde ich gerne haben wollen. Das sind ja alle sehr einfache Dinge hier erstmal. So, weitergeguckt. Na, ist jetzt nicht wirklich alles dabei, ne? Super, oder? Was ist denn das jetzt hier? Okay, das nehmen wir dann auch noch. Und was ist jetzt das Beste, was er überhaupt noch hat? Okay, die Schuhe gehen mit 600. Das ist alles nichts, ne?
Waffen taugen auch nichts. Ja, mein Guter, dann behalten wir noch ein paar Sachen, ne? Oder wie ist das? Das ist sogar ein ganz gutes hier. Was haben wir hier? 500. Dann behalten wir das auch noch. So, da erstmal bleiben. Das ist okay. 724 ist auch noch ein ganz gutes. Ja, die Schuhe können wir dann auch behalten. Dann behalten wir die mal gerade alle. Jetzt dachte ich, ich werde das für gutes Geld los, aber dann müssen wir wieder zurücklegen, weil, ne? Voll doof. Alles wieder rückgängig machen. Na, alles nicht, aber... ist noch zu teuer alles. Eigentlich wollte ich das alles nicht so haben, ne? Aber jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als es wieder zurückzunehmen. Boah, ist noch zu viel. Jetzt geht's. Zack, handeln. Weg mit dem Zeug. Läuft, ne? Gut, die Kerzen werden umgesetzt. Das andere haben wir auch schon gemacht. Das Sortieren der Sachen war jetzt so schwerwiegend, dass die Folge schon zeitlich wieder am Ende ist. Dann würde ich mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.